Die erste Saison der Heli Context Level 7 ist fast vorüber. Diese Winterjacke habe ich ja über die letzten Monate lieben gelernt. Und wenn du meine ersten Erfahrungen wissen willst und herausfinden willst, ob das auch etwas für dich sein kann, dann würde ich sagen, bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Rainer Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Ich werde jetzt immer mehr gepiesackt von meinen Zusehern. Ich soll einmal ein bisschen was sagen zu dieser Jacke hier. Die Saison ist noch nicht ganz vorbei, besonders hier auf waldurlaub.de, im Rainer Rossmann Bushcraft Camp, gebe ich da unten den Link, da wirst du sehen. Wir sind hier im Voralpenland, im Mittelgebirge teilweise, wenn wir höher raufkommen. Und da ist es doch ein bisschen frischer als im Flachland. Daher, ich werde die schon noch an dem einen oder anderen Tag anziehen können, aber ich bin positiv überrascht. Ich bin wirklich positiv überrascht. Die Jacke ist einfach genial. Es ist auch immer wieder die Frage im Vergleich zur Carinthia, ja, zur MIG. Ich kenne nur die MIG 2.0 und die MIG 3.0. MIG 4.0 habe ich mir nicht mehr gegönnt, weil ich mich auch einmal wieder dazu gemacht, mit dem Zipper einfach Probleme hatte. Das habe ich bei dem hier nicht. Ja, also dieser Zip funktioniert, obwohl ich permanent an- und ausziehe, und weil im Auto kann ich das nicht leiden, mit der Jacke herumsitzen, da wird man dann so schnell warm. Daher ziehe ich die andauernd an und aus. Und bei der Carinthia, ohne die jetzt bashen zu wollen, überhaupt eine sehr gute Jacke, ist kein Thema, aber ich hatte anscheinend immer Pech, ja, ist es mir dann schon relativ rasch passiert, dass hier dieser Zip und diese Struktur kaputt wurde. Man muss aber auch dazu sagen, dass dieser Zip nicht dieselbe Dichtheit aufweist, wie das bei der MIG der Fall ist. Das muss man auch dazu sagen. Also der Zip bei der MIG ist noch einmal ein bisschen besser, aber für mich war es in Wahrheit vollkommen irrelevant. Schau mal her, was mir extrem gut gefällt und auch gefallen hat, ist dieses Mikroflausche hier. Du siehst jetzt hier, ich habe jetzt übrigens da auch eine Heli-Contex an, alles billige Eigenwerbung hier. Ich gebe da den Link unten zu den Dingen, die du hier siehst. Ich habe halt gerne einen Schal, weil ich die ganze Zeit rede. Ist dir vielleicht schon mal aufgefallen, ja? Speziell wenn du ein Abo dalassen hast und öfter schon Videos gesehen hast, dann brauche ich einen Schal. Und das geht sich zum Beispiel, und machen wir das jetzt gleich einmal, muss man nämlich dann wirklich anziehen. Es wird richtig frisch, es war halt ein richtig schöner sonniger Tag, aber jetzt zieht der Nebel rein und jetzt wird es richtig kalt. Schau her. Und ich brauche da im Endeffekt irgendwas Flauschiges, irgendwas Warmes. Diese Jacke hat genug Platz, damit ich da unten noch einmal einen Schal tragen kann. Ich habe es auch mit einem Schemack-Schal gemacht, probiert. Das geht sich auch gerade aus, aber das ist dann schon ein bisschen bampfiger. Aber hier oben beim Kinn, wo ich dann keinen Schal habe, ja, ist das schön angenehm, schön warm. Das gefällt mir einfach. Ja. Ich habe es halt gern. Und mich schreiben auch viele Leute an, die sagen, sie sind da verfriert, also ihnen wird schnell kalt. Das geht mir ebenso und daher alles in bester Ordnung. Was hier der Fall ist innen, weil da auch die Frage immer wieder kommt, innen ist kein Vlies mehr. Ich habe jetzt hier den Ärmel umgedreht, also das ist dasselbe Material. Das ist zum Beispiel jetzt hier auf der nackten Haut am Anfang, wenn ich es anziehe, ein bisschen kühl. Aber das wird gleich anders. Das wird wirklich gleich und schnell anders, denn die wärmt sich extrem schnell auf. Ich muss auch dazu sagen, weil immer wieder die Frage mit der MIG ist, die MIG ist ein bisschen wärmer. Das muss man auch sagen. Ja? Die MIG ist etwas wärmer, etwas dichter und lässt sich auch ein bisschen besser komprimieren. Aber ich muss dazu sagen, das ist halt die Frage, ob du das Geld dafür ausgeben magst. Gib da auch da unten einen Link auf Amazon, schau dir das ganz einfach an und vergleich sie beide. Also natürlich ist die MIG noch einmal ein Stück besser, wenn du kein Problem mit dem Zip hast. Aber für den Preis kriege ich bei dieser Heli-Contex wirklich sehr, sehr viel. Gut, ich schwafle aber schon wieder. Ich habe teilweise auch unter dieser Jacke, speziell wenn ich mit den Kindern unterwegs bin und besonders jetzt mit der Kleinen und so weiter, wo man sich nicht so schnell bewegen kann, da wird dann doch relativ rasch kalt. Das heißt, ich habe unter dieser Jacke noch einmal im Zwiebelprinzip noch einmal was anzogen. Unterschiedlichstes. Da habe ich auch ein Video schon einmal dazu gemacht. Also das kann ich jetzt nicht sagen, was konkret. Aber bei dieser hier ist noch immer genügend Platz, damit sich auch drunter was ausgeht. Und das war mir extrem wichtig. Ja, das war mir wirklich extrem wichtig. Ich meine, schau mich an, ich bin ein blader Hund, wie man in Österreich sagt. Ja. Über 100 Kilo. 5 Kilo, Alter, das wird immer mehr. Fürchterlich, auf jeden Fall. Eine XL, ja, eine XL von der, die ist für mich gut und da habe ich sogar noch Platz, dass ich eine Jacke drunter anziehen kann. Also vom Platz her, die ist wirklich freundlich geschnitten. Ja, und das kann ich zum Beispiel bei der MIG
nicht sagen. Da habe ich eine, bei der MIG 3.0, ich weiß nicht, wie es bei der 4.0 ist, aber bei der 3.0 habe ich eine XXL gebraucht. Ja? Und hier eine XL. Das heißt, Helikontext schmeichelt mir. Und da war ich sogar noch ein bisschen schlank. Also da hatte ich um 6 Kilo weniger. Naja, oder 7 vielleicht so ungefähr. Und bei der habe ich noch immer genügend Platz. Also, wie gesagt, ich mag die wirklich gern. Und ich habe nichts davon. Also, die gibt es bei mir im Shop nicht. Ich verkaufe die nicht. Ja. Ich könnte die MIG 3.0 verkaufen. 2.0 habe ich auch eine Zeit lang gemacht, mache ich aber nicht mehr, weil ich eben ja, so bin, wie ich bin. Weil, wenn ich von einem Produkt nicht mehr wirklich überzeugt bin, dann mache ich es ganz einfach nicht. Das heißt aber jetzt nicht, und das möchte ich noch einmal dazu sagen, dass die MIG 3.0 schlecht wäre. Überhaupt nicht. Ja. So. Das geht alles gut. Du kannst auch hier, weil die Frage auch da war, ich glaube, ich habe das letzte Mal nicht, vielleicht nicht so genau gezeigt. Ich kann hier auch abschließen und abdichten. Das funktioniert recht gut. Mit zwei so Gummikordeln, die kann man da aufmachen und dann öffnet sich das wieder und dann ja, ist auch wieder alles in Ordnung. Ja, also die kann einfach alles, was eine Jacke können muss. Hier zumachen, was auch fehlt, und das ist auch ein Vorteil und das fehlt mir schon, gebe ich zu, aber du musst einen Kompromiss machen, das ist ganz einfach so. Es gibt hier keinen Zip, da ist nichts. Ja? Die MIG hat hier noch einmal Taschen, das ist ja nicht der Fall. Ja? Ist ganz einfach so. Ja, aber insgesamt, jetzt ernsthaft, sie ist etwas kühler, also die MIG ist wärmer, fix. Die ist aber auch günstiger. Die hat bei mir bis jetzt noch kein Zip-Problem gehabt. Ja? Ich hoffe, das bleibt auch so. Ja? Für den Preis kriegst du eine super Jacke. Ist meiner Meinung bis zum heutigen Tag. Ich werde sie weiter testen. Und so wie, übrigens, ich starte mir ganz kurz, ja, diese Fleecejacke, diese Patriot, glaube ich, heißt die, das ist meine liebste Fleecejacke, die ich noch immer habe. Ja? Das ist einfach super. Und Helikontext kommt immer mehr auf mein Radar. Ich habe die lange ausgeblendet, aber die kommen immer mehr auf mein Radar, weil ich die Produkte wirklich gut durchdacht und auch zu einem vernünftigen Preis angeboten sehe. Und das gefällt mir. Und eine letzte Frage, die auch immer wieder kommt rein, wie schaut es aus mit dieser Level 7 mit dem Waschen? Das bitte noch verschieben. Das habe ich noch nicht gemacht. Ich versuche die jetzt die ganze Saison noch anzustinken und dann einmal zu waschen und dann einzumotten. Weil wenn ich sie jetzt wasche, stinkt sie in zwei Wochen wieder und das ist dann, weißt du, ich bin ein fauler Hund und müsste ich es noch einmal tun und daher, nein. Also das wird beim nächsten Video kommen. Das wird ungefähr in einem Jahr dann stattfinden. Da habe ich dann zwei Saisonen und dazwischen habe ich sie dann auch gewaschen und da reden wir drüber. Also, es lohnt sich ein Abo dazulassen. Gut, schreib mal bitte einen Kommentar, was du von dieser Jacke hältst, ob du auch so begeistert bist, wie ich es bin, ob du dieselben Erfahrungen hast und wie du sie auch im Vergleich zur MIG siehst. Würde mich sehr freuen. Ja? Gut. Ich gebe da unten den Link auf die MIG und natürlich auch auf diese Level 7 von Helikontext. Schau dir ganz einfach an, was für dich passt. Ist natürlich alles billige Eigenwerbung hier, ist ja ganz klar. Abo dalassen, da geht es zum Hirnshop. Schau mal, was es da so an interessanten Sachen gibt. Vielleicht auch was dich interessiert, ein paar andere Videos zum Anschauen. Es hat mich gefreut, bin René Rossmann. Bis bald und ciao, ciao.